Bayern 3. Ich stehe hier vor einem der angesagtesten Häuser in Fruchtlaching. Das ist ein Klassiker, oder? Das ist ein Klassiker. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Ganz ein bäriges altes Bauernhaus. Also das ist unser Sonnenzimmer. Das ist eigentlich dekoriert. Schau, wenn man das auf dem Herd steht, was so vor sich hin köchelt. Herrlich. Und amerikanischer Kühlschrank mit Wasseranschluss. Und das ist direkt am Brunnen, oder? Ja, das ist wichtig, weil wir haben, also das ist ein Haus, da haben ziemlich viele Leute drin. Wir haben jetzt so, unsere Wohngemeinschaft sind so 5 Leute. Mhm. Und wenn dann da so Partys sind, da ist fast jeden Tag ein bisschen eine kleine Party, dann ist es wichtig, dass du Eiswürfel da hast und einen Schoppen Wein. Mhm. Das sieht man machen. Nämlich auch, wie der Stefan Dettel nämlich seine Texte schreibt. Und ganz ehrlich, also streng geheim da, gell? Eigentlich ist der Kühlschrank jetzt klar, weil da geht gerade mal 1-2 Lieder drauf. Ich nehme ja einen gleichen Text für jedes Lied her, insofern passt schon wieder. Einfach die gleichen Buchstaben zumindest. Und dann geht's ins Wohnzimmer. Das ist mein bestes Stück. Die habe ich, da geht eine Koffertür mehr, weil das so gut ist. Aha. Aber geht der Ton raus wenigstens? Ja, gut. Die schaut älter aus. Das muss man durchs Herz durchführen, das ist toll. Was man mit der Stuhllinie alles machen kann. He? Man merkt ja, das ist ein etwas älteres Haus, weil man sich gerne mal ein bisschen an den Kopf stößt. Das ist unser Mu-Büro, da machen wir die Zeitung. Das ist unsere Zeitung, die kommt im März. Und da machen wir so, ja, meine Themen, die, wo wir Spaß drauf haben, einfach. Also das mache ich mit zwei ehemaligen Journalisten vom Musikexpress zusammen. Oh, wir machen gleich. Blitzkrieg, Pop, da 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 da. Ist momentan ein bisschen dein Favorite, oder? Ja, da mein Lieblingslied ist gerade auf der Platte. Nummer 19. In the bad cemetery. Eine Sekunde. Kennst du das nicht? Das legen wir gleich mal auf. Ja, hören wir uns gleich. Das hören wir gleich. Aber in welchem Zimmer? Das ist von meiner Mitbewohnerin, die massiert auch. Da muss dann, das glaube ich nicht, dass da Musik ist. Nix. Da. Das ist ein Player. Jetzt machen wir einen Test, da können wir nicht. Wunderbar. Ach so, das kenne ich ja. Das kenne ich. Ja, muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist nicht selbstverständlich, dass wir einfach ins Schlafzimmer reingehen. Und B, das ist sehr, also ist fast schon spießig aufgeräumt. Meinst du? Ja, also das ist eigentlich schon für schlechte Werbung für den Rock'n'Roll eigentlich, so aufgeräumt ist das. Ja, ich muss dazu sagen, das hat mein Ex-Verein noch eingeräumt. Die ist deswegen rausgeflogen, oder? Das war mein Schrank nämlich. Und der war aber zu uncool, weißt du? Dann haben wir irgendwelche anderen Möbel kaufen müssen. Also das wichtigste Utensil ist das Lederhosen. Die schaut aber relativ, die schaut ganz schön klar aus. Ja, kurz hier halt. Ja. Kannst du theoretisch auch volkstümliche Praktiken damit ausüben, sprich Schürplatteln zum Beispiel, mal Blake fragt. Ich war im Trachtenverein, ja. Und wir haben so ein Sprühhack gehabt, hat das geheißen, so eine Feder hinter sich. Ja. Und dann bin ich zur Musik gegangen und dann mit 11 war für mich Trachtenverein erledigt. Aber die Zeit bis 11 Jahre war eigentlich ganz bärig. Ja, und das ist unser Gästezimmer. Also, du hast relativ viele Unterhosen, wenn ich das mal so einschätzen kann. Oh man, ich hab echt voll ganz wenig. Weil wenn du auf Tour bist, 3 Wochen. Ja, da kriegst du nicht einen Kaffee. Ja, und waschen auch selten. Habt ihr keine Reisewaschmaschinen? Nein, das war schön. Kannst du dir vorstellen, mit einem Wohnmobil auf Tour zu gehen? Voll. Ja. Ja, ist ja eigentlich nichts anderes. Wenn du zum Nightliner fährst, ist ja wie ein Wohnmobil. Okay. Du schlafst zu 10 in einem Bus drin, teilst alles miteinander. Ja. Stinkt. Aber es ist auch schön. Ne? Stinkt. Da nach steht nix. Liveband. Steht da drauf? Ah ja, genau. Stinkt nach Liveband. Ich kombiniere jetzt zum Beispiel dunkelblau, hellblau mit dem. Ja, da darf man nicht so eng sein. Die haben gewaltsam auseinandergerissen worden und da sieht man auch das Gewaltsame, da ist also ausgeblutet und er tut die einfach irgendwie zusammen. Das ist cool. Ja, das geht klappt doch leicht. Also so halbscheinig benannt, das tut es nicht. Nein, da kannst du auch mal da gehen. Ich bin eh ganz schön weit gekommen. Aber wir müssen reden. Stefan Wackershausen, so ist das Spiel. Zu nah am Feuer. Das kennst du doch. Ja. Zu nah am Tabu. Oh, guter Text. Also woher tue ich mir das schon mal? Nein, die versteckt man unter dem T-Shirt. Oh, ja. Da braucht man Schaber, sonst schaut es unmöglich aus. Schaber. Ja, Schaber. Bist du der Duscher oder der Bader? Ich bin nur der Schaber.
Nein. Okay, also nur so feucht abwählen und dann. Manchmal, ohne Schmarrn, ist echt bärig, einmal eine Badewanne reinflacken, wenn es sau kalt ist oder so. Hm. Oder von Natur heimgekommen und Badewanne ist schon unbezahlbar. Und als Kind bist du Wasserratte? Hat die Mama mal rauspeitschen müssen aus dem Schwimmbad? Das war ich nicht mehr. Juhu! Geht wunderbar. Also, die Infrastruktur ist echt gut, weil die geht aus dem Lohn raus, habe ich jetzt vergessen, jetzt einmal, ja, und direkt in Neuwirth rein. Aber hat der Neuwirth eigentlich auch einen Homeservice? Ah! Ui. Sie haben uns erwischt. Und das ist halt der schönste Platz da, gell? Ist das die Traun? Nein, ist die Alps. Naturbelassenste Fluss bei uns. Alles. Aber nur mal lange, jetzt nimmst du auch wieder was auspacken und nochmal anschessen, gell? Mhm. Bist du da ab und zu? Jetzt da an dem Fleckerl, oder? Ja, öfters. Also da gehe ich manchmal zum Boden rein. Mhm. Und da ist eine Terrasse, da kannst du halt echt total bärig ein bisschen zuschauen, wie das Wasser fließt. Geht's gut? Ja. Wir schauen uns gerade ein bisschen um. Schöne Zeit. Das wirst du in Zukunft nicht das erklären dürfen. Wir schauen bloß ein bisschen. Bayern 3 klingt dreimal gut.